Wir erfanden den Raum, um die Zeit totzuschlagen, und die Zeit, um unsere Lebensdauer zu motivieren. Im Gedicht ist die Sprache zur Ruhe gebracht, und der Mensch lebt, gestillt, für einen Augenblick im Schweigen. Wir hängen an unseren Neurosen, sonst hätten wir gar nichts mehr. Intellektualismus heißt keinen anderen Ausweg aus der Welt finden, als sie in Begriffe zu bringen. Treue ist ein so ungeheurer innerer Prozess, dass man ihn überhaupt nicht lehren oder verkünden kann. Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Es gibt nur zwei verbale Tendenzen, die mathematischen Lehrsätze und das Wort als Kunst. Alles andere ist Geschäftssprache, Bierbestellung, Leben ist Brückenschlagen über Ströme. Die Vergehen, das Wort des Lyrikers vertritt keine Idee, vertritt keinen Gedanken und kein Ideal. Es ist Existenz an sich, Ausdruck, Miene, Hauch. Wen Bier hindert, der trinkt es falsch, Worte, Worte, Substantive. Sie brauchen nur die Schwingen zu öffnen und Jahrtausende entfallen ihrem Flug. Hoffen heißt, vom Leben falsche Vorstellungen haben. Die Tradition, die die Schöpfung dem Menschen zu tragen übergab, heißt Geist. Am Anfang war das Wort und nicht das Geschwätz, und am Ende wird nicht die Propaganda sein, sondern wieder das Wort. Wie man sich bettet, so liegt man, und keiner deckt einen zu. Ich sehe jetzt ein, warum Nietzsche aphoristisch schrieb: Wer keinen Zusammenhang mehr sieht, keine Systematik, kann nur noch episodisch verfahren. Ach, hinter Rosenblättern versinken die Wüsten, die Welt. Gedichte und Verstehen haben nichts miteinander zu tun. Nihilismus als Verneinung von Geschichte, Wirklichkeit, Lebensbejahung ist eine große Qualität, als Realitätsleugnung schlechthin bedeutet er eine Verringerung des Ichs. Leiden heißt an Bewusstsein leiden, nicht an Todesfällen. Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten, ein Gedicht wird gemacht. Es gibt Gedankengänge von einer Aussichtslosigkeit, die bewusstseinsraubend ist. Das ist so, da ist nichts zu machen.